Abtreibungen sind Privatsache. Und sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Jährlich gibt es zum Beispiel 37.000 Unfälle im Haushalt. Was geht es uns an, wenn die Nachbarin ihr Fenster putzen will? Wir haben andere Sorgen. Und schließlich ist auch ein Schnupfen eine private Entscheidung. Die einen schützen sich verantwortungsvoll, die anderen nicht. Auch die Deutschen können ein Lied davon singen. Sie leiden nicht nur unter der Politik ihrer Bundeskanzlerin, sie bezahlen auch dafür, wenn sie bei Extremsportarten Kopf und Kragen riskiert und das Becken bricht. So geht es nicht. Der Mensch muss lernen, dass er Privatsache ist. Wir sind nicht schuld an seinem Leben. Er hat private Arme, Beine, Organe und Ideen. Und was er damit anrichtet, kann teuer werden. Jeder Atemzug ist eine private Entscheidung. Man kann jederzeit beschließen, mit Atmen aufzuhören.